Eine in ferner Zukunft aufgefundene Chronologie könnte aus unserer Zeit berichten, dass damals die robustesten Mülltonnen in der Geschichte der Menschheit produziert wurden. Bei ihrer Entwicklung unterwarf man sie verschiedenen Tests und sie erhielten als Bezeichnung die Abkürzung CASTOR, was für Cask for Storage and Transportation of Radioactive Material steht. Der Zweck der Behälter besteht darin, hochgradig gefährlichen atomaren Müll aufzunehmen, transportfähig zu machen und zu lagern. Bei dem Müll handelt es sich sowohl um abgebrannte Brennelemente aus Kernkraftwerken, als auch um jene Abfälle, die bei der Wiederaufbereitung von Brennstäben anfallen. Bei einer unkontrollierten Freisetzung würden die eingelagerten Stoffe durch ihre Strahlung jegliches organische Leben im engeren Umkreis binnen weniger Minuten vernichten. They said, your task is to think about a warning system which is applicable in the situation. I said, aha, I understand. Und sie sagten, meine Aufgabe wäre es, mir Gedanken über ein Warnsystem zu machen, das in dieser Situation anwendbar sei. Ich sagte, aha, ich verstehe. Nun, dann kam die nächste Frage, eine sehr wichtige Frage. Wie weit müssen wir vorausdenken? Und sie sagten, ja, das ist ein Problem, weil unsere Anweisung von der Behörde in Washington lautet, dass wir 10.000 Jahre in Erwägung ziehen sollen. Und dann kommt die nächste Frage, dass wenn selbst Nachricht oder Text als unverändert bleiben muss für 10.000 Jahre, in diesem Fall oder noch länger, dann ob nicht die Sprache in dieser Zeit, während dieser Zeit so wesentlich verändert sich, dass selbst die Sprache, also Kommunikationsmittel, bringt Schwierigkeiten zum Verstehen. Oktober 1994. Versuch, die unvorstellbaren Energiepotenziale der beiden Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Gundremmingen in eine Kamerafahrt zu übersetzen. Das Eigentliche bleibt dem Betrachter jedoch so verborgen, als wäre es das falsche Bild. Denn es gibt weder ein Bild, das sinnlich veranschaulichen könnte, dass diese Monumente der Technik den kompletten Energiebedarf einer Millionenstadt abdecken können, noch ein Bild von den zwangsläufigen Folgen, die diese Energieerzeugung mit sich bringt. Das Eigentliche wird nur in Momenten der Versehrtheit deutlich. Prozesse, in denen die glatte Außenhaut der Technik sich unkontrolliert oder kontrolliert enthüllt.